Dirre Freunde, ich bin's wieder, euer Lunaflexi, und ich freue mich wieder dabei zu sein bei Secret of Mana, meinem, naja, nicht Lieblingsspiel, aber definitiv in den Top 5 der SNES Games. Und wir schauen mal rein, was jetzt der Großvater dazu zu sagen hat. Ältester, Flexi muss hier weg. Oh, das war eine andere. Genau, ich weiß sofort. Oh, Flex. Warum nur? Warum hast du dieses Schwert genommen? Wir werden alle untergehen. Du hast diese Welt allein auf dem Gewissen. Nur du allein. Wie nett, danke. Also gut, wärst du für das Flexi geht und die Hand heben. Falls er im Dorf bliebe, werden noch mehr Monster auftauchen. Hau ab! Mensch, wie freundlich die sind. Verschwinde endlich! Bist du bald weg? Da merkt man direkt, dass das eine tolle Familie ist, nicht wahr? Ich will das nicht tun, aber ich muss, du blöder Pisser. Ich muss dich bitten, das Dorf sofort zu verlassen. Nimm mit, was du in der Truhe findest. Immerhin hast du die Welt auf dem Gewissen. In der Truhe ist nix. Gar nix. Damit du es mal lernst. Wie nett. Und was haben wir hier drin? Oh, 50 Goldmünzen. Ah ja, okay. Du gehst? Big Peter. Bis später. Oder bis nie. Wenn die alle arschgeigen. Sagst du noch was? Ich habe dich als Kind zu mir genommen und aufgezogen. Leider kann ich jetzt nichts mehr für dich tun. Vergib mir. Ich hab's dir ja schon einmal erzählt, aber... Deine Mutter brachte dich als Baby in dieses Dorf, mein Junge. Doch schon bald darauf verschwand sie spurlos. Ich nehm dich auf und liebte dich wie einen Sohn. Ja, doch nun trennen wir uns, ne? Hoffentlich wirst du deine Mutter eines Tages finden. Leb wohl, verpiss dich. Hau ab. Nett, also merkt man, ich bin dem alten Mann richtig ans Herz gewachsen, nicht wahr? Hallo, na mein Freund? Hast du alles? Ja. Wenigstens er fragt mich, ob ich alles hab und kümmert sich um mich. Du bist aus dem Quelldorf verbannt worden. Hau endlich ab! Boah, da hab ich doch richtig Lust, irgendwann mal wieder hinzukehren, nicht wahr? Pokopuschelchen. Njong. Njong. Hier unten könnte ich jetzt lang gehen, aber dann würde ich eine Cutscene verpassen. Cutscene verpassen, und das will ich nicht. Ah, Kanoni-Reisebüro. Hier werdet ihr übrigens sehen. Naja, gut. Erstmal Kanoni. Ja, bello, wir die Kanoni-Brüder haben fast überall ein solches Reisebüro. Übrigens, Victor hat bereits Weg dein Ticket bezahlt, also falls du zum Wasser verlässt willst. Ja, bitte. Guten Flug, auf in die Kanone. Und jetzt seht ihr, wie grandios der Reisekomfort oder das Reisekomfort von Secret of Mana ist. Das ist nicht mal ein Business-Knast, das ist die Schwarzpulver-Klasse. Bäm. Aber da unser Körper aus osteuropäischem Hartgummi ist, deswegen sind wir auch der Auserwählte, werden wir auch diesen Sturz ohne Probleme überstehen. Wasserpalast. Yeah. Bam. Oh, wen haben wir denn hier? Vielleicht bist du nochmal wichtig. Das ist Obers Hagen. Unsere Mission ist sehr gefährlich, aber wir werden es schon schaffen. Warte mal, ich möchte mal kurz speichern, weil... Mit einer Peitsche können wir die Abkürzung zum Turas Schloss nehmen. Turas Schloss? Oberst Hagen? Angetreten. Kompanie Marsch. Nein, das wollte ich eben noch nicht. Ich wollte mit dir noch reden. Mit einer Peitsche können wir die Abkürzung zum Turas Schloss nehmen, okay. Oberst Hagen? Angetreten. Hagen, Kompanie Marsch. Wir müssen mit Hagen reden, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber wir müssen mit Hagen reden. Weil ihr werdet dann schon irgendwann im Laufe des Abenteuers erkennen. Es hat wup gemacht. Gucken wir mal, wo die Jungs hingegangen sind, nicht wahr? Was ist das denn? Ein Stein und... Ah, ein Teleporter. Und hier sind wir irgendwo, wo wir später nochmal hin müssen, aber hier können wir noch nichts machen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen nochmal zum ollen Vic in den Wasserpalast. Mal sehen, was Vic Vaporub da für uns hat. Ah, ist das schön. Oh, da drin hat es auch gleich grandiose Musik. Oh. Auf geht's, Flex! Na, dann würde ich mal sagen, auf geht's, Vicky. Oh, die Musik. Ich stelle mich einfach mal hier hin und ihr lauscht mal der Musik, ja? Oh, ist sie nicht schön? Mal ganz im Ernst. Ich liebe diese Musik. So, dann gehen wir mal hier lang. Hier bauen sich Brücken aus dem Nichts aus. Wie schön, die haben Rolltreppen. Da steht da eingerollte Treppen. Rolltreppen. Hier geht's nicht, also steht der Vic da drauf. Ey. Oh. Wir laufen von allein, also Cutscene. So, und jetzt, ey Süße, wo ist denn dieser Aquaria? Ui, wie peinlich! Hallo Aquaria, schön dich mal wieder zu sehen! Willkommen!
Das soll Aquaria sein? Ich meine die, die 2000 Jahre alt ist? Nein, 200! Ja, blöd. Achso, dann ignoriert mich halt. Sieh an, das Schwert sieht aus wie das Mana-Schwert. Weg, sag was. Aquaria, überall sind Monster. Diese Junge hat gerade eins erledigt. Ich weiß, Ebbe und Flut brachten mir bereits diese schlimme Nachricht. Aber Flut ist immer so eine Plaudertasche. Die Mana-Kraft wird immer schwächer. Deshalb konnte der Junge auch das Schwert aus dem Schein ziehen. Das wiederum erweckte die Monster zum Leben. Noch mächtigere Monster versuchen, die Kraft des Mana-Schwertes zu stehlen. Erst wenn diese Monster besiegt sind, kannst du das Mana-Schwert mit Hilfe der Waffen oft wieder reaktivieren. Den ersten Orb hast du bereits von Sichelanbeter erhalten. Doch es gibt noch mehr solcher Orbs mit Mana-Energie für das Schwert. Suche jemanden, der mit den Orbs dein Schwert stärker machen kann. Dick Ding, ich weiß schon wo, ihr wisst auch wo. Na, würdest du nochmal, Knupsi? Hübscher BH übrigens. Begib dich ins Imperium, Vic. Sie planen, die Mana-Festung zu reaktivieren. Meint ihr aber die Festung, die in der Legende die Welt zerstören wird? Das ist kein Märchen! Das Imperium versucht sie wieder zu reaktivieren! Und Darth Vader ist da schon richtig gut, den Todesstern zu bauen! Das Imperium bricht die Siegel, die zum Schutz der Mana-Samen da sind. Sie haben mich auch schon auf dem Samenischen Palast abgesehen. Dann ist Pandoria auch in Gefahr! Oder was meinst du, Aquaria? Kann mir mal irgendjemand sagen, warum es in jedem Rollenspiel ein Pandoria gibt? Stimmt, Victor. Geh am besten gleich dorthin und warne den König. Der wird auch bestimmt auf dich, alten Phasenleppern, hören. Okay, und du, Flex, gehst zum Elfendeich. Die Zwerge, die dort leben, produzieren die besten Waffen weit und breit. Vielleicht kann einer der Zwerge auch dein Schwert mit dem Orb stärker machen. Mit einem stärkeren Schwert erhöht sich auch deine Kampfkraft. Ja, danke, Vic. Hey, Vic, warte mal. Vic ist weg. Flex, wo hast du denn solche Angst? Ich habe Angst vor dem Todesstern. Bereits vor Jahrhunderten haben unsere Vorfahren versucht, die Mana-Kraft mit Hilfe der Mana-Festung zu kontrollieren, aber erfolglos. Nur dem Mana-Schwert haben wir es zu verdanken, dass diese Welt noch existiert. Nach der letzten Schlacht haben Überlebende diese Welt wieder aufgebaut. Okay, die ganze Welt? Das ist das Mana-Schwert, aber es hat seine Kraft verloren. Die letzten Kraftreserve hat es wohl aufgebraucht, als es dich gerufen hat. Es ist jetzt also auch zu nichts mehr nütze. Du hast die Welt zerstört und es ist allen nur Scheiße gelaufen. Warum mich? Warum hat es gerade mich erwählt? Das weiß ich auch nicht. Ich meine, du bist voll der Hunk, aber du musst dem Schwert mehr neue Kraft geben. Ja, wie denn? Und was muss ich tun? Du musst beweisen, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen, weil jeder denkt, du bist eine Vollpfeife. Ich? Das ist unmöglich. Flex, das Imperium darf auf keinen Fall die Mana-Festung reaktivieren, den Todesstern. Stelle die Kraft deines Schwertes wieder her, sonst sind wir alle verloren. Und was muss ich tun? Du musst beweisen, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen. Das hast du schon gesagt. Ich habe Alzheimer übrigens. Na gut. So, und ich berühre den Mana-Samen mit dem Schwert. Ich mache dafür mal mein Kleid auf und dann kannst du... Achso, da hinten. Gut. Der schwebt einfach. Ich habe den gar nicht berührt. Der weigert sich wahrscheinlich, weil ich so ein Honk bin. Für einen kurzen Moment sind das Schwert und der Arme ineinander verschmolzen. Du hast das Mana-Schwert mit dem Mana-Schwert versiegelt. Was? Du hast den Mana-Samen mit dem Mana-Schwert versiegelt. Von jetzt an richtet sich alle Kraft dieses Samens nur auf dich. Und zwar egal, wo du dich gerade aufhältst. Du bist also in die Pubertät gekommen. Es gibt insgesamt 8 solcher Mana-Samen. Du musst sie alle versiegeln. Hier hast du eine Lanze, sie wurde früher vom Mana-Rittern benutzt. Yeah! Lanze halten. Meine Lieblingswaffe. Sie wird durch Benutzung immer stärker, ähnlich wie das Mana-Schwert. Übrigens, es gibt noch weitere Waffen wie diese. Suche überall danach. Ich gebe dir Kraft. Pff. Oh, Kraft gegeben. Das Spiel speichern? Ja, natürlich. Na. Zunächst solltest du zum Elfenteich gehen. Dort musst du nach dem Lava-Tempel suchen. Südlich von hier liegt die Stadt Pandoria, durch die du gehen kannst. Ja, wieder Pandoria. Alles klar sonst? Upsi, ich gebe dir Kraft. Nein. Zunächst solltest du zum Elfenteich gehen, dann musst du nach dem Lava-Tempel suchen. Südlich von hier liegt die Stadt Pandoria, durch die du gehen kannst. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass südlich von hier die Stadt Pandoria gibt? Halt, warte mal, musst du wissen, wo du hingehst. Erst zum Elfenteich und... Ja, lassen wir mal Aquaria hinter uns. Und gehen weiter Richtung... Ey, guck mal, wie cool sich seine Tolle bewegt. Yeah, ich bin der tollen Mann. Nee, echt, Leute, es fällt mir echt schwer, über dieses Spiel oder mit diesem Spiel die ganze Zeit Witze zu machen, weil
Ach, das ist so grandios. Aber wirklich grandios. Lalalalalala. Ja, hier geht's zu Turas Schloss und wir gehen nach unten weiter. Ich muss jetzt nämlich mit Hodenhagen reden, weil das war wichtig. Das seht ihr dann. Ich sag euch dann rechtzeitig, warum. Pogo Puschel ist erledigt. War schon eine ganz schöne Schickse. Hier drüben ist der Wucherkarte. Den schauen wir uns mal kurz an. Ich werde da nichts kaufen, weil hier gibt es einige Sachen günstiger. Also, nein, nicht beim Wucherkarte, sondern überall gibt es hier Sachen günstiger als beim Wucherkarte. Der verlangt den doppelten Preis. Na, Wuchi? Brauchst du was? Zum Beispiel? Da gäbe es einiges. Was möchtest du denn? Ich zeig mal kurz Handel. Ich habe tolle Sachen im Angebot. Miau. Einkaufen. Der hat richtig viel Zeug hier. Das werdet ihr alles noch sehen, aber wie gesagt, momentan auch nicht. Nein, jetzt nicht. Ich möchte gerne... speichern möchte ich eigentlich auch nicht. Das habe ich ja gerade erst gemacht. Na, 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 na. Ich würde sagen, wir begeben uns dann mal nach Pandoria. Hallo, Vampirtölpchen. Ich bin mal gespannt, ob ich noch weiß, wie alle... Gegner heißen. Naja, wie alle nicht, aber... Einige sollte ich schon noch wissen. Also Pogo, Puschel, Vampirtulpe... Ich versuche mal alle aufzuzählen. Ich hatte nämlich damals... Boah, wie sie mich halt vergiftet, die alte Speck... Hallo? Sonst ist aber hier, ne? Geht's dir gut. Das finde ich nett, dass du mich was tötest. Sag Bratze. Oh. Hey! Hilfe! Was war da denn los, meine Damen und Herren? Hallo, hier kommt doch eigentlich so coole Musik. Coole Musik, wo bist du? Ja, die ist es nicht. Was soll denn das? Endlich still, du kleiner Schreihals! Hey, möchtest du gekocht werden, Altente, oder ja, war ich gekocht? Lass mich hier raus! Du bist jung und knackig, lecker! Guck mal, der Blick von Felix! Du wirst ein Fischmaus! Ah, das ist die coole Musik! Dum, 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 dum. Koblenz, hey, schnell, die Lindenstraße fängt gleich an! Genau, die Lindenstraße! Übersetzer Cloud Mois wieder, ne? Und ja, die Koblenz gehen jetzt also weg, die Lindenstraße zu gucken. Da macht sich anscheinend Mutter Beimer bestimmt heute nackig. Sonst würden da nicht alle hinrennen. Oder vielleicht gerade da nicht. Hey, pst! Hm? Ist schon gar keiner. Hey, Zwergenfutter! Hä? Störe ich beim Bad. Sehr witzig. Okay, ich helfe dir. Sehr schön. Und jetzt weg hier! Ja, dieses ominöse, wunderschöne Mädchen, das zweite wunderschöne Mädchen im Part, hat uns gerettet. Vielen Dank, aber wer bist du und was machst du hier? Ich suche jemanden, der unglaublich hübsch, sehr intelligent und einfach zum Knuddeln süß ist. Er ist genau das Gegenteil von dir. Wie bitte? War nur ein Witz. Nein, ich suche meinen Verlobten, der muss hier irgendwo sein. Ciao. Mich würde mal interessieren... Hey, warte doch! Sie ist in Richtung Pandoria gegangen. Na, dann gehen wir doch auch mal nach Pandoria. Mich würde echt mal interessieren, ob der englische oder japanische Text davon auch so verhunkt ist oder viel cooler. Hier haben wir übrigens den, Pilz. Wie hieß denn der? Schlafpilz? Sporenkopf. Egal. Wird mir schon jemand sagen. Und der kann die Gegner einschläfern. Das wird auch noch sehen. Vampirtulpe? Ach Gott, ich habe immer noch so wenig Leben. Aber ich werde jetzt dafür keinen... Genau, ich werde nämlich gleich wieder einen Weg steigen, ein Level steigen. Dann gucken wir mal zu den Pokepuschel. Und genau hier ist das Quelldorf. Ich habe den Bonbon schon gesehen, aber... Hier ist das Quelldorf. Und da hätten wir das haben können. Kanoni Reisebüro und so weiter. Aber dann hätte ich ja die Cutscene mit dem Mädchen übersprungen. Und das wollte ich ja nicht. So, wo müssen wir denn lang? Wasserpalast, Quelldorf, Pandoria. Sieh her. Oh Gott, jetzt stellt euch mal vor, ich wäre schon tot gewesen. Also, ja, ich wäre schon tot gewesen. Punkt. Ich würde sagen, wir kloppen uns bis Pandoria durch und dann mache ich eine kurze Pause. Oder ein Cut halt. Kein Kack, sondern Cut. Alter, die überraschen mich aber auch immer wieder. Bin ich eigentlich dämlich? Ich meine, die fallen ja auch überhaupt nicht auf. Das sind ja auch Sprites und keine Gemälde oder so. Gemälde vor allem, Felix. Bin ja echt der Beste. Ja, Level Up bringt hier meiner Meinung nach sehr viel, weil du voll geheilt wirst, was absolut geil ist.
Ich liebe Spiele, in denen man bei Level-Ups voll geheilt wird. Da habe ich schon fast einen Tropfen in der Hose vor Erregung. Da, Sporenkopf. Ich glaube, der heißt sogar Sporenkopf. Und hier? Pass mal auf. Genau, da kommt man da wieder hoch. Was uns jetzt gerade nicht viel bringt. Ich verstehe sowieso nicht, warum eigentlich. Das ist total sinnlos. Wenn man hier ruckzuck wieder da ist, ist wahrscheinlich einfach nur zum Abkürzen gedacht. Und weiter gehen wir Richtung Peter. Lala. Ich finde das Schwert irgendwie total geil. Mit dem Blau-Rot, wie sich das bewegt. Ach, Schwärm, Schwärm. Lala. Ich könnte ja auch mal meine mega krasse Power-Attacke mal einsetzen. Krass, oder? Nee, am Anfang vom Spiel... Also bis zu einer bestimmten Stelle reicht es eigentlich, wenn du nur normale Schläge machst. So. Na, gucken wir mal Pandoria hier. Willkommen in Pandoria. Mir wurde gesagt, wir sollen dich durchlassen, sobald du ankommst. Sehr wichtig aus, dass Nika ist in der Burg, hat eine Audienz beim König. Ach, und übrigens, sprech besser nicht mit den Menschen hier. Ich würde sagen, das war eine Herausforderung. Hau mal ab da. Das war eine Herausforderung und im nächsten Part werden wir mit den Menschen in der Gegend sprechen. Das war's, The Grid of Mana für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Luna Flexi. Bis dann. Bis zum nächsten Part.